Schau jetzt den Film. Wir machen Chilling so. Man muss nicht jeden Abend die Welt retten. Ich rette ihn morgen. Weil irgendwie meine Laune gerade leider ein bisschen abstürzt. Also wir haben Fenchel, Reis, auf dem Reis tue ich noch irgendwas. Und schon mal kein Ketchup. Diese Woche ist phänomenal. Diese Woche ist phänomenal. Diese Woche ist phänomenal. Hallo Freunde und willkommen damit zu einem neuen Vlog. Heute ist Montag. Passend dazu starte ich einen Wochenvlog. Und zwar wieder auf Deutsch. Ich finde Englisch super cool und es macht mir echt Spaß, weil mir echt viele geschrieben haben, dass sie es cool finden, dass es auf Englisch ist. Aber natürlich rede ich viel mehr in Deutsch. Deswegen, wir haben 9.40 Uhr. Ich schlafe die letzten Tage voll lang, voll erstaunend. Eigentlich, weil ich ja sonst immer um Punkt 7 aufstehe, jetzt immer so roundabout 8. Das gibt mir auch immer so ein bisschen schlechtes Gefühl, aber egal. Gerade regnet es. Ich weiß gar nicht wieso, die ganze Woche war ultra schön. Es ist dennoch 17 Grad und ab 1 Uhr soll 20 Grad mit bisschen Wolken und ab 2, 3 ist dann komplett Sonne, 20 Grad. I don't know. Die nächsten Tage werden leider auch ein bisschen Regen, aber danach wird es wieder schön. Wir haben viel vor. Wir müssen heute einkaufen. Irgendwie nehme ich euch immer mit zum Einkaufen, aber ich kaufe hier so oft ein. Ich weiß gar nicht warum. Heute Wocheneinkauf, Wäsche waschen. Das Ding ist, wir müssen erst einkaufen, alles hochbringen und dann gehen wir Wäsche waschen. Weil Wäsche waschen müssen wir 45 Minuten warten. Nehme ich einfach mein Buch mit oder mein PC und arbeite ein bisschen. Und danach würde ich sagen, gehen wir ein bisschen in die Stadt und machen so ein bisschen mein geregeltes Leben. Ich habe heute noch einen Call bezüglich einer Wohnung und einen Call bezüglich Hamburg letzte Woche. Wir kriegen heute nämlich die ganzen Outcomings, also die Videos. Darauf bin ich sehr gespannt. Willkommen zum Wochenvlog. Tschüss. Also ich habe eine kleine Liste gemacht, was wir brauchen. Die Arbeit wird strukturmäßig an. Und dann gehen wir, weil ich parke so im Halteverbot. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Ich war noch nie bei Lidl in Frankreich, aber Casino ist so teuer. Wir tryen. Okay, Friends, ich habe fast alles bekommen. Außer Mozzarella hatten die nicht und irgendwie ein bisschen Wurst hatten die auch nicht. Ich habe mich jetzt hier so kriminell hingestellt, deswegen hustle ich jetzt auch kurz zum nächsten Casino. Ich bin eine Stunde gefahren einfach, müsst ihr euch vorstellen, weil so viel Verkehr ist, um jetzt hier zum nächsten Supermarkt zu kommen. Ein bisschen doof, wir machen das jetzt schnell. Ich habe schon Baguette geholt zum Frühstücken. Power. Okay, ich habe alles. Ich habe jetzt noch mal ein paar Eier geholt. Die hatten schon wieder keinen Käse. Ihr müsst euch vorstellen, ich finde den Casino von der allerersten Woche nicht. Weil da gab es Käse für so 3 Euro. Aber so richtig coolen Käse. Und sonst ist der so 7 Euro. Und ich finde diesen Casino nicht mehr. Ich glaube, den gibt es einfach nicht mehr. Die haben ihn einfach abgebaut oder so. Also, da sind diese Müllcontainer. Ich habe halt so geparkt, Heilige. Okay, ab zurück jetzt. Okidoki, Freunde. I'm back, as you could see. Ich habe 2 große Taschen. Ich glaube, ich habe richtig gut eingekauft. Und ich dachte, ich zeige euch das jetzt mal flott. Nicht so auf richtig lange, aber ich dachte, ich erzähle euch mal, was ich koche. Wisst ihr? Also, wir starten. Ich habe 2 Tomaten geholt. Hier, einmal für Tomate-Mozzarella und einmal Tomate-Mozzarella-Nudelsalat. Da macht man einfach noch Nudeln und da macht man quasi Tomate-Mozzarella da rein. Bisschen Balsamico, dies und das, ihr wisst schon, Basilikum. Dann, das ist irgendwie absolut mein Lieblingsjoghurt. Der ist sehr cool. Ja, dann habe ich diverse Male Pasta. Und dann bin ich prepped. Wisst ihr? Aber dann ist das kein Ding mehr. Genau, ich habe noch Reis, weil ich mag total gerne die Kombi von Lachs, Fenchel und dazu Reis. Reis habe ich schon gekauft, deswegen brauchte ich den nicht mehr. Ich finde, der ist urschmackofatz, der Mix, und ist auch sehr lecker. Dann habe ich irgendwie 2 Hackfleisch für meine Bolognese, die ich gefühlt wöchentlich esse. Dann habe ich irgendwie das erste Mal Scheibenkäse, keine Ahnung, aber cool.
drei Äpfel, ein Netz Zitronen, ein Netz Zwiebelos. Das sind die krassesten Kekse für den Strand. Ihr versteht nicht, wie krass die sind. Dann habe ich halt einfach so Eier geholt, weil ich mache immer richtig gerne Baguette. Darunter Mozzarella, Ei und darauf Mortadella. Ihr checkt nicht. Krass. Es gibt mir so diese Vibes von diesem Italiener, wisst ihr? Der immer so Bambino und sowas sagt. Genau, hier, das habe ich gerade eben noch geholt. Mein Baguette, aber das ist leider schon gebrochen. Croissant. Mein Salz war leer. Und irgendwie hatten die nur so ein Riesensalz. Also habe ich jetzt einen neuen Salzstreuer. Bollo. Diese Essentials. Pesto, Bambino. Das ist ein richtiger Studenteneinkauf. Die riecht so krass jetzt schon. Honig Melon. And two Avocados. Ich setze mich jetzt mal hin, frühstücke jetzt mal, mach mal ein bisschen E-Mail-Kram und chill mal ein bisschen. Weil irgendwie meine Laune gerade leider ein bisschen abstürzt, weil das Wetter wirklich echt mau ist. Und dass ich jetzt so lange gebraucht habe, ich bin so früh losgefahren und bin jetzt zurück. Egal. Das sieht jetzt wirklich nicht so Schmacko aus. Aber das ist echt richtig Schmacko. Ich erkläre. Wir haben Baguette, dann haben wir Tomaten, dann haben wir Mortadella, dann haben wir Dingens, Mozzarella und darunter haben wir noch Ei. Und da haben wir einen Kaffee und da ist noch mein Wasser und ich schaue jetzt Maxton Hall weiter. Ich habe nämlich geschaut und ich war ein bisschen am Handy, deswegen müssen wir es nicht nochmal ganz neu schauen, aber schon mal ein bisschen nachschauen. Gefällt mir eigentlich echt sehr gut, muss ich wirklich sagen. Das ist so ein bisschen Summer, I Turn Pretty. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es wirklich ein bisschen besser gemacht. Ich habe natürlich auch die Buchreihe nicht gelesen. Bei Summer, I Turn Pretty habe ich alle drei gelesen. Vielleicht liegt es daran. Hallo Freunde. Digga, es ist voll spät. Es ist schon 4.30 Uhr. Ich habe total viel gemacht. Und auch total viel nicht gemacht. Es ist besser, wenn ich... Aber dann seht ihr mich nicht. Es ist ein bisschen hell. Ah, vielleicht geht das so. Also, ich habe gefrühstückt, dann habe ich meine ganze E-Mail-Geschichte gemacht, weil ich das hier immer so ein bisschen sehr vernachlässige. Und ich habe gerade auf dem Instagram meine ganze Geschichte zu Benedikt Wells Heartland hochgeladen. Das habe ich gerade eben noch alles getippt und alles fertig gemacht, um das jetzt zu posten. Quasi meine Review. Das hat echt lang gebraucht und man muss ja auch immer so ein bisschen die richtigen Worte finden. Aber heute hat das sehr gut geklappt und deswegen... Freut es mich, dass ihr das jetzt sehen könnt. Hallo, willkommen zu einem nächsten Tag. Es ist halt auch schon voll spät. Es ist schon 1 Uhr. Anyways, ich mache mir gerade den Reis, den Lachs und den Fenchel. 1 Uhr. Ich habe heute Morgen ein neues YouTube-Video geschnitten. Chillout, es regnet. Ja, vielleicht gehe ich gleich einfach in die Stadt und lese Conversation with Friends weiter, weil das habe ich gestern schon weitergelesen. Gefällt mir ziemlich gut. Und dann war leider die Sonne weg und dann wird es irgendwie ein bisschen sehr kalt. Das ist der Tagesplan. Auch so spannend. Diese Woche ist phänomenal. Diese Woche ist phänomenal. Diese Woche ist phänomenal. Diese Woche ist phänomenal gar nichts los. Das Wetter ist richtig am Abstürzen. Und jetzt mache ich einen Weekly Vlog. Egal. Ich nehme euch ein bisschen mit. Genau. Oh, es kocht schon. Na, hör mal, Chefkoch oder was, Freunde? Also, wir haben hier jetzt den Reis. Da habt ihr schon gesehen, Sellerie, das rede ich. Fenchel ist schon fertig. Jetzt sind die Lachse beide schon drin. Jetzt geht's los. Ich hab so Hunger. Was das auch immer geworden ist, das ist bestimmt total lecker. Aber leider nicht für die Bildfläche. Das sieht so schlimm aus. Jungs, ich weiß nicht so genau, was das geworden ist. Hotman! Ich glaube, das schmeckt echt lecker. Also wir haben Fenchel, Reis, auf dem Reis tue ich jetzt noch irgendwas. Und schon mal kein Ketchup. Und ja, Lachs ist auseinandergefallen in der Pfanne. Was soll ich euch erzählen, Freunde? Was soll ich euch erzählen? Keine Ahnung. Jo, was geht? Also Freunde, ihr habt mich in einer wirklich echt schmackofatzen Woche erwischt, weil es passiert nicht so viel. Ich war in der Stadt, ich habe zwei Videos mit dem Handy gemacht und dachte mir, irgendwie, das sieht irgendwie alles ein bisschen doof aus. Deswegen sind wir jetzt wieder im Bett, Alter. Woo!
das sind wirklich gerade die realsten Eindrücke, glaube ich. Es ist 8:30, ich bin im Bett. Ich habe mir geholt einen Joghurt. Und dazu, das ist echt eine harte Kombi, Digga. Das darfst du keinem erzählen. Karlsquell. Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall habe ich irgendwie Lust auf ein Bier. Das klingt jetzt voll dumm, aber kennt ihr das nicht, wenn man manchmal richtig Bock auf irgendwas hat? Manchmal auf eine Cola, aber manchmal einfach auf so ein Bier. Uff. Ja, auf jeden Fall aktuelles Man-Dinner ist der Joghurt und das Bier. Ich repräsentiere kurz. Sekunde. Aber who are we to judge? Ich schaue gerade What a Girl Wants. Die haben so einen geistkranken Akzent, aber ich wollte eben ein bisschen mehr British-Englisch lernen. Deswegen schauen wir das jetzt. Für morgen. Oh, ihr seid so hell, Alter. Dafür steht für morgen total viel auf dem Plan. Morgen machen wir finally mal die Wäsche. Heute war einfach ein bisschen zu viel Regen und irgendwie habe ich das Video geschnitten und dann ist man halt so drin, so, wisst ihr? Ja, perfekt, morgen wird noch beschissener. Also, morgen 17 Grad, 75% Regen. Nur grau. Keine einzige Sonnenstunde. Das ist so kurz. Egal, dann machen wir morgen Dingens. Ich habe heute ein bisschen was geschafft. Dann machen wir morgen die Wäsche. Bringen den ganzen Laden hier mal auf Vordermann. Ja, und ich saß heute im ganz süßen Café eigentlich. Es war halt ein bisschen zu leer. Kennt ihr das, wenn so ein Coworking Space voll cool ist, aber wenn da halt keine Socke coworkt und da auch an sich keine Socke ist, dann hast du ja auch keinen Bock so. Ich habe ein bisschen geschrieben, ein bisschen Tagebuch, dies, das. Genau. Ich schaue jetzt einen Film. Mach ein Chilling so. Wisst ihr, man muss sich jeden Abend die Welt retten. Ich rette ihn morgen. Tschüss.